Ja, drei wichtige Erfahrungen für dich als PGI Global Vertriebspartner, wenn du über Facebook und Instagram noch mehr Kunden für PGI Global, ja, gewinnen möchtest, rekrutieren möchtest, dann bist du hier richtig. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi und ja, ich komme aus dem Network Marketing. Im siebten Monat habe ich einen Monatsumsatz von 210.000 Euro gemacht, das nur mit Facebook. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs. Da zeige ich dir, wie ich in 30 Tagen 110 Vertriebspartner in Erstlinie gesponsert habe. Ja, Punkt Nummer 1, die erste Erfahrung zu PGI Global sind Triggerwörter. Ja, wir haben ja im Ökosystem von PGI Global haben wir mehrere Dinge drinnen, die auf Facebook und Instagram leider nachteilig sind. Also grundsätzlich Triggerwörter sind Wörter, wenn du die erwähnst, dann erkennt der Instagram und der Facebook-Algorithmus diese Wörter und sorgt dafür, dass deine Postings nicht angezeigt werden. Achtung, das gilt aber nicht nur für Textpostings. Mittlerweile kann Instagram und Facebook mithören. Das heißt, es gilt für Sprachnachrichten, es gilt für Audios, für Live-Audios, es gilt für Videos, Live-Videos, es gilt für Stories, also im Ganzen, auf der ganzen Plattform Instagram und Facebook. Welche Triggerwörter sind das? Und es sind leider genau die Triggerwörter, die du bei PGI Global eben im Ökosystem brauchst. Das ist mal alles, was mit Krypto zu tun hat. Krypto, Kryptowährung, dann Forex, Trading, Blockchain und leider auch, das ja auch zum PGI Global Ökosystem gehört, Visa und Debitcard. All diese Wörter solltest du weglassen, aber nicht nur wegen dem Algorithmus, sondern auch, weil die Menschen nicht gut darauf reagieren. Es gibt hier eine bessere Lösung, sage ich dir dann mehr dazu. Die zweite Erfahrung zu PGI Global, ich hoffe, ich kann meine Schrift lesen. Ja, das betrifft die Geschäftspräsentation. Es gibt ja verschiedenste Geschäftspräsentationen, Webinare, PowerPoint, wo man etwas herzeigt, und hier haben wir mit der Problematik zu kämpfen, sogenannter Double Content. Double Content, doppelter Inhalt. Das ist auf YouTube so, das ist auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, LinkedIn. Keine Plattform will das. Das heißt, wenn ein Inhalt schon mal hochgeladen wurde und du bist sozusagen die zweite Person, dann wird die zweite, dritte, zehnte Person bestraft. Und eines kannst du davon ausgehen, dass bei PGI Global jemand die Geschäftspräsentation schon mal hochgeladen hat auf Instagram und auf Facebook. Wenn du jetzt die zweite, zehnte, zwanzigste Person bist, kommst du in den sogenannten Facebook-Jail. Das ist eine temporäre Strafe, die kann ein paar Stunden dauern, ein paar Tage, ein paar Wochen oder Monate. In dieser Bestrafung hast du keine Reichweite mehr. Das heißt, ich würde dir wirklich ans Herz legen, dass du als PGI Global Partner niemals die Geschäftspräsentation hochladest. Auch muss ich sagen, weil sie nicht gut ankommt. Ich selbst habe im Network Marketing in 2 Jahren über 800 direkte Partner gesponsert und hatte wirklich eine hohe Dynamik. Und ich habe nie über das Unternehmen gesprochen und nie über die Produkte. Also das funktioniert. Die dritte Erfahrung zu PGI Global für dich als Partner ist der Umgang mit externen Links. Wenn du jetzt einen externen Link setzt, das heißt einen Link zur PGI Global Website, zum Registrierungsformular von PGI Global oder wo auch immer, also wo du wegführst von Instagram und Facebook in einem Posting, dann hast du keine Sichtbarkeit. Das heißt, der Algorithmus erkennt das. Aber es gibt eine einzige legale Möglichkeit, die in den nächsten Tagen definitiv auf deiner Facebook- oder Instagram-App ist. Das betrifft Stories. In Stories haben wir verschiedenste Sticker und jetzt kommt ein neuer Sticker, das ist der Link-Sticker. Das heißt, du gehst in die Story, gehst auf diesen Link-Sticker und kannst einen sogenannten externen Link zur PGI Global Seite setzen. Du machst eine Story zum Beispiel über Bitcoin, die Entwicklung von Bitcoin, und setzt dann den Link zur PGI Global Registrierungsseite, also Partnerseite von dir. Das ist erlaubt und da hast du auch keine Einschränkungen im Algorithmus. Punkt 4, ja, möchtest du den nächsten Schritt gehen? Möchtest du wissen, wie ich in 30 Tagen nur mit Facebook 110 Vertriebspartner in Erstlinie gesponsert habe? Dann findest du unterhalb von diesem Video meinen Gratiskurs. Der dauert 2 Stunden und 8 Minuten und da zeige ich dir, wie du als PGI Global Partner Erfolg hast mit Facebook, worauf du achten solltest. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Hier ist etwas im Entstehen, das muss man sagen. Hau rein bei PGI Global und die Kombination Network Marketing und Krypto-Bereich ist eine sehr, sehr gute. Ich habe etliche Kunden von mir, die in diesen Bereichen sind, unter anderem bei PGI Global, aber auch in anderen Unternehmen, und ja, da geht wirklich was weiter. Wenn du ein paar Regeln kennenlernst auf Facebook und Instagram, tust du dir einfach viel leichter. Das wünsche ich dir. Rock it. Viel, viel Erfolg bei PGI Global. Bye, bye. Ciao, ciao.